Ist jetzt der Boden zu feucht oder darf man den befahren? Das ist immer eine wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Im Herbst haben wir halt immer viel Tau. Das heisst, die oberste Oberfläche ist einfach immer ein bisschen feucht, tendenziell. Entscheidend ist aber eigentlich, wie ist der Boden unten rein. Und wenn ich jetzt hier mit dem Spaten mal reinstiche, das aufhole, die Hand nehmen und so etwas verdrücken, verbröselt das wunderbar, das heisst, die ist trocken genug. Wäre der Boden zu nass, dann würde sich da wie ein Schneeballen formen lassen. Dann wäre nicht gut, dann würde der Boden zusammenkneten. So ist eigentlich wunderbar. Also wir können den Boden wirklich gut bearbeiten, ohne dass wir ihn kaputt machen. Ich bin jetzt auf meinem Feld, wo jetzt gerade Zuckerrüben geerntet werden, wo dann noch der Weizen herkommen sollte. Der richtige Zeitpunkt für die Arbeiten zu finden, ist schon ein paar schwierig. Zuckerrüben kommen erst in 3 Wochen weg, von dem her könnte man sie auch noch etwas länger drin lassen. Für den Weizen wäre es aber Zeit und dann ganz entscheidend ist auch das Wetter und der Bodenzustand. Wenn es jetzt hier würde reinregnen, also auf den Boden regnen, bevor wir den bearbeitet haben, ist die Gefahr, dass der im Herbst überhaupt nicht mehr recht abtrocknet und dass es dann schwierig wird, um da noch etwas anzubauen. Das bedeutet, dass wir jetzt ein sehr enges Zeitfenster haben. Wir wollen hier noch ein bisschen Mist als Grunddüngung auf das Feld tun. Und das müssen wir eigentlich jetzt dann schon anfangen, damit wir nachher noch eine Bodenbearbeitung machen und schlussendlich säen, damit dann wirklich alles drin ist, bevor der Regen kommt. Der Mist, den wir jetzt hier ausbringen, ist nicht einfach ein Abfallprodukt, sondern das ist ein wertvoller Dünger, wo wir eigentlich in erster Linie den Boden ernähren damit. Also da müssen die Bodenlebewesen das zuerst verschaffen, dass die Pflanzen das aufnehmen können. Und darum ist es eigentlich ideal, jetzt das im Herbst noch auszubringen, weil über den Winter ist da Ruhe. Passiert im Boden auch nicht viel, wenn es kalt ist. Und wenn es warm ist, dann wächst der Weizen auch ein bisschen und kann die Nährstoffe dann aufnehmen. Also der Mist wirkt über mehrere Monate eigentlich. Es ist jetzt Abend am 5 Uhr. Das Feld ist abgeerntet. Und wir sind auch schon ziemlich weit mit Gruppern. Das ist die Grundbodenbearbeitung, die wir jetzt machen, um den Boden ein bisschen auflockern, dass wir dann morgen können eggen und säen können. Also das Feld hinter mir ist jetzt praktisch fertig vorbereitet. Und im nächsten Video zeige ich euch dann, wenn wir die Maschine zur Aussaat einstellen, auf was es da alles ankommt und was ein Vogel Feldlärchen mit dieser Geschichte zu tun hat.